Also das letzte fällt aus dem Zusammenhang, sterben lernen vielleicht ja. Ich denke, töten lernen ist das Geschäft der Soldaten und damit ist auch das Geschäft jedes Militärs. Und da wir ein Militär oder eine militärische Verpflichtung mit unserer Verfassung verbinden, werden sich, ich persönlich bin nicht dafür, werden sich die Militärs dazu bekennen, dass sie wieder lehren müssen, wie man tötet. Persönliche Meinung ist sehr differenziert. Ich denke, dass wenn die Soldaten einmal im militärischen Einsatz sind, dann können sie sich aus diesem getötet werden, also aus der Opfer- und aus der Täterrolle selbst zu töten, nicht rausnehmen. Diese Entscheidung müssen Sie vorher treffen, ob Sie da mitmachen wollen oder nicht. Und wenn das übers Parlament geht, dann müssen die Wähler jetzt wissen, ob sie ihre Abgeordneten so wählen, dass sie entweder für das Töten plädieren oder sich dagegen aussprechen. Tja, das ist eine ganz einfache Frage, aber man muss ja sagen, dass da schon die Menschheit sich einige tausend Jahre an dieser Frage abarbeitet. Denn eines ist, glaube ich, von Anfang an, ob das die Assyrer waren oder die Babylonier oder die Römer da besonders oder sonst wie, bezahlen mussten den Krieg immer die arbeitenden Menschen mit Lebensstandard, mit Verletzung und mit Tod und Zerstörung. Und darum ist es eigentlich schon überraschend, dass sich dieses archaische Prinzip, andere umbringen, andere Sachen kaputt machen, sich aneignen, dass sich das also wirklich gehalten hat. Wobei ich mich korrigieren muss, genau das Aneignen, da liegt ja noch ein Sinn drin, wenn man mal genau hingucken muss. Nur das Aneignen sind ja nur ganz wenige der Oberen gewesen, die sich da was unter den Nagel gerissen haben. Die anderen sind tot geblieben, wie es so schön heißt, oder haben für andere den Buckel hingehalten. So, und in unserer heutigen Zeit ist der Widersinn ja mit Händen zu greifen, wo man sich eigentlich fragt, was könnte ich denn mit einem gewonnenen Krieg eigentlich erreichen? Angeblich geht es um Menschenrechte, um Demokratie, um dass es den Menschen besser geht. In allen den Kriegen der letzten Zeit geht es den Menschen hinterher schlechter. Und es sind eigentlich, wenn man mal genau hinguckt, nur diejenigen, die am Krieg direkt verdienen, die Rüstungsgewinner oder die Warlords, die vorher im Grunde genommen ein unbedeutendes Leben geführt haben, die Karadzics und sonst wie, die plötzlich groß rauskommen und über andere zu sagen haben und so weiter. So, und da ist eigentlich der historische Moment schon gegeben, dass man Millionen und vielleicht sogar Milliarden Menschen davon überzeugen kann, dass dieses Prinzip des Zerstörens, des Tötens überholt ist und abgeschafft werden muss. Tja, wie man es macht, ich sehe es nur, dass es durch Gespräche und Organisationen passieren kann, denn das Schlimme ist ja, dass offenkundig die in der Welt das Sagen haben, diese Erkenntnis noch nicht haben, sondern wenn man sich nur Deutschland anguckt, umgeben von Freunden, also nichts von die Frage von, wir müssen unsere Grenzen verteidigen, unsere Frauen und Kinder, was sowieso Stuss ist nach dem letzten Krieg. Ne? Und trotzdem geben wir jedes Jahr mehr für Rüstung aus. Und
da müssen die Menschen sich gegen wehren. Und zwar die Menschen, die das zu bezahlen haben. Ein anderer kommt ja gar nicht in Frage. Tja, ist leider kein kurzfristiges Programm. Sagen wir mal mittelfristig.